eigentlich hätte ich entweder tot oder querschnittsgelähmt sein müssen. Aber wir haben definitiv diese Erfahrung gemacht, dass Gott sich im Leid präsent zeigt und dass er erfahrbar ist und dass er sich solidarisiert. Gott will eine vertrauensvolle Beziehung mit uns Menschen haben dann. Und Vertrauen und Zwang, und so ein Beweis wäre ja quasi ein Zwang, das passt nicht zusammen. Hier ist die gute Stube von ERF Yes, hier ist das Talkwerk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zu Gast im Talkwerk heute sind ein Musiker, der gleich mehrere Krisen auf einmal durchlebt hat. Ein Lehrer, der überzeugt ist, dass man kein Volltrottel sein muss, um an Gott zu glauben. Und ein Kollege, der einen Genickbruch überlebt hat. Schön, dass ihr dabei seid. Johannes, Stefan, Jan-Henrik, schön, dass ihr da seid. Willkommen im Talkwerk. Und ich glaube, es wäre ganz schön, ich stelle euch einfach mal gegenseitig vor. Ich fange außen an bei Johannes, Musiker, großartiger Musiker, finde ich ganz persönlich. Danke. In den letzten 3 Jahren so ein paar Krisen durchgemacht. Ehefrau hatte Krebs, Album hat nicht wirklich funktioniert, eigentlich gefloppt. Und dann auch noch dieses ganze Corona-Zeug. Wir wissen alle, was das für Künstler bedeutet. Danke, dass du da bist und dass wir da gleich drüber reden können. Ja, danke für die Einladung. Stefan Lange ist Lehrer von Beruf, Deutsch und Sozialwissenschaften und Autor des Buches Begründet Glauben. Das heißt, du machst dir Gedanken darüber, gibt es eigentlich vernünftige Gründe, an Gott zu glauben? Oder muss man doch so ein bisschen gaga sein, um zu denken, dass es einen Gott gibt? Genau, darum geht's. Ich habe so ein paar Sachen im Köcher für dich. Ich bin gespannt. Und links neben mir, Jan-Henrik Kleutenberg, ist ein Kollege von mir in der Produktionsplanung, Aufnahmeleitung. Und wir haben ihn verpflichtet für die Sendung, weil er unvorsichtigerweise in der Mittagspause bei einer Produktion mal erzählt hat, was er schon so erlebt hat, nämlich einen Genickbruch. Und da müssen wir jetzt direkt am Anfang der Sendung mal drüber reden. Wie lange ist das her, dass du bei einem Unfall dir tatsächlich das Genick gebrochen hast? 8 Jahre ist das jetzt her, also 2014 im November war das. Okay. Normalerweise denkt man ja, Genickbruch, das war's. Also das ist immer so meine Vorstellung, der hat das Genick gebrochen, der ist tot. So. Was ist denn damals passiert überhaupt? Ja, das ist auch meistens der Fall, aber in den seltensten Fällen direkt nach dem Genickbruch. Die meisten Leute, die einen Genickbruch haben, merken das nicht direkt. Adrenalin und Körper funktionieren so. Ich bin kein Arzt, mir wurde das so erzählt. Und erst, wenn man sich danach bewegt und die Wirbel übereinander rutschen und das Knochenmark durchtrennen, das hinten im Wirbelkanal läuft. Dann, wenn man Glück hat, wird man querschnittsgelähmt. Wenn man nicht so viel Glück hat, dann stirbt man. Und wenn man von Gott beschützt wird, dann ist man nicht mal querschnittsgelähmt. Also funktioniert alles. Das ist ja auch der Grund, weswegen nach Unfällen dann oft so hier stabilisiert wird, der Hals, so eine Krause dann gibt. Genau. Aber erzähl mal, was ist denn überhaupt passiert? Ja, du hast ja schon gesagt, das war ein Autounfall. Ich bin selbst gefahren, das Auto war voll besetzt mit 6 Leuten. Warst 18 Jahre damals? 19. 19. Gerade so 19. Aber Führerschein noch nicht so richtig lang gehabt. Nee, so ein Dreivierteljahr ungefähr. Ich wurde auch direkt, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, schon direkt geblitzt und durfte in ein Aufbauseminar. das war jetzt nicht das Ding. Ich bin selbst gefahren, in der Kurve. Die Polizei weiß es bis heute nicht wirklich, was da die Unfallursache war. Geht aber davon aus, dass ich, weil das Auto voll war, die Stimmung war gut, hatte ich einen Moment nicht die volle Aufmerksamkeit auf der Straße. Wir sind in der Kurve geradeaus gefahren, in einen Graben, der dann runterging auf eine Wiese. Reingerutscht, weil das Gras nass war, die Wiese war glatt. Ein bisschen geradeaus durchs Gebüsch gegen einen Baum, haben den Baum umgemäht. Das Auto hat sich dann überschlagen, lag auf dem Kopf. Und ja, auf meinem eigentlich. Auf deinem Kopf? Genau, also das hier ist das Auto und dann saß ich falsch rum da drin und das ganze Gewicht lag auf meiner Wirbelsäule. Du hast Fotos dabei, ne? Genau, ich habe auch Bilder dabei. Oh Gott. Warst du bei Bewusstsein? Es sind nur Bilder von dem Auto. Von dem Auto. Ja. Du warst aber nicht mehr bei Bewusstsein in dem Moment. Doch, ich kann mich bis auf den Aufprall selbst, kann ich mich an alles von dem Unfall erinnern. Teilweise musste meine Erinnerung auf die Sprünge geholfen werden, dadurch, dass mir viele Sachen dann im Nachhinein erzählt wurden. Das heißt aber, du hingst in diesem Auto das ganze Gewicht auf dir und hast es mitbekommen, was da gerade abgeht. Genau, ich bin dann
was eigentlich in so einem Fall, habe ich ja eben gesagt, das Dümmste ist, ist dann aussteigen und sich bewegen. Normalerweise wird man direkt fixiert, wenn Rettungssanitäter da sind, die erkennen sowas meistens recht schnell, was da los ist. Aber ich bin ausgestiegen. Ich habe mir ja auch nicht drüber nach in so einem Fall. Nee, so. Man rechnet nicht damit, dass irgendwas passiert. Ja. Weil ich habe mich aufgewühlt gefühlt, Adrenalin geladen, aber ansonsten unverletzt. Bin um das Auto rumgegangen, habe hinten noch eine Scheibe eingetreten und Leuten rausgeholfen, weil das Auto da waren noch mehr Leute drin. Meine Schwester saß noch mit dem Auto, die hat sich den Kiefer gebrochen. Und eine Freundin hat sich die Nase gebrochen, die auch noch mit dem Auto saß. Und ansonsten waren die anderen unverletzt, was auch eine sehr, sehr krasse Bewahrung ist. Und dann, nachdem das Werk so getan war, bin ich wahrscheinlich aus Erschöpfung und weil das Adrenalin dann ein bisschen nachgelassen hat, einfach mitten auf der Wiese umgekippt. Und dann kam schon der erste Ersthelfer, den Gott eigentlich geschickt haben muss. Weil der hat sich neben mich gekniet, hat meinen Kopf festgehalten, hat geguckt, dass ich meine Beine bewegen kann. Hat gecheckt, was er jetzt machen muss. Genau, der hat die Situation gesehen und direkt gemerkt, was los ist. Hat meinen Kopf festgehalten, hat gesagt, beweg dich jetzt besser nicht mehr. Und hat dann neben mir gesessen, bis meine Eltern, die in der Zwischenzeit angerufen wurden, über die Wiese gerannt kamen, noch gar nichts wussten. Und die haben nur gehört, unsere Kinder hatten einen Unfall. Irgendwas ist passiert. Sind dann über die Wiese gelaufen, haben gesehen, das Auto liegt auf dem Kopf. Die ganze Straße, das war nur eine zweispurige Landstraße, war komplett gestaut, war komplett gesperrt. Überall standen Autos, überall war Blaulicht, der Hubschrauber kam dann und die kamen über die Wiese gerannt in dieses totale Chaos. Und der Typ saß neben mir und hat meinen Kopf festgehalten, bis dann die Rettungssanitäter mich auf so eine Trage gelegt haben, den Rest mit, was ist das, so eine Art Bauschaum. Haben die das dann ausgespritzt, damit ich mich wirklich gar nicht mehr bewegen kann, haben mich komplett da reingegossen und mich dann ins Krankenhaus geflogen. Hat man dir nachher gesagt, was eigentlich hätte passieren können? Weil du hast dich ja wirklich nicht so verhalten, wie es im Lehrbuch steht. Ja, das hat man mir nachher ziemlich gut erklärt, auch mit Röntgenbildern und 3D-Animationen. Das war schön anzusehen. Ich habe das währenddessen gar nicht so richtig realisiert. Ich habe den Hubschrauberflug auch sehr genossen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich geflogen bin. Das fand ich sehr cool. Das muss auch richtig das Adrenalin gewesen sein. Okay, also was hätte eigentlich passieren können oder müssen? Eigentlich hätte ich entweder tot oder querschnittsgelähmt sein müssen. Es ist meiner Meinung nach auch von Gott schon so weit vorbereitet gewesen, dass ich einen recht großen Wirbelkanal habe. Das ist das Loch in der Wirbelsäule, wo die Nervenzellen durchlaufen. Und das ist wie jemand, der große Hände hat oder jemand, der kleine Hände hat. Man wird so geboren und das ändert sich dann nicht mehr großartig. Und mein Wirbelkanal ist eben etwas größer. Das heißt, die Wirbel konnten brechen und splittern und sich gegenseitig verschieben, ohne dass meine Nerven angegriffen wurden. Mhm. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich da Schäden davon getragen. Mhm. Was ist dann passiert? Weil es war ja trotzdem durch. Ja? Also es war schwer verletzt. Was ist dann im Krankenhaus? Was musste da gemacht werden? Ich stelle mir vor, man liegt dann jetzt irgendwie ein halbes Jahr mindestens im Krankenhaus, bis sowas so einigermaßen wieder auf der Reihe ist. Da kommt direkt das nächste Wunder. Ich lag nämlich nur 10 Tage im Krankenhaus und bin danach auf meinen eigenen Beinen wieder daraus marschiert mit einer Halskrause, die ich noch einige Zeit getragen habe. Das waren 10 Tage Krankenhausaufenthalt, in den ersten Tagen Intensivstation und 2 OPs. Eine ist vorne vielleicht so. Falls, was macht man da? Bei anderen Brüchen macht man einen Gips oder so, aber was wurde da gemacht? Es wurden Wirbel ersetzt. Also die Splitter wurden rausgeholt und die zerbrochenen Wirbelkörper wurden rausgeholt. Die Bandscheiben wurden ersetzt, weil die durch den Druck einfach zerquetscht wurden. Durch Titankäfige, das sind so kleine Bandscheiben aus Titan. Und das Ganze wurde massiv verschraubt und mit der Wirbelsäule verschraubt. Also dieser Bereich. Das heißt, du hast jetzt auch einen Metall in dir drin. Steif, ja. Krass. Genau. Ich weiß nicht genau, wie viel da drin ist, aber ich bin danach wohl schwerer gewesen als davor. Und fiebt es jetzt am Flughafen immer, wenn du da durchläufst? Nee, überhaupt nicht. Okay. Das ist sehr cool. Aber man sieht es auf den Rücken. Aber damit wirst du jetzt den Rest deines Lebens, wirst du jetzt hier mit diesen Zusatzteilen quasi genau, leben müssen. Wenn man die rausnimmt, dann bin ich ein paar Zentimeter kleiner und tot. Krass, krass. Trotzdem, ich finde es schon auch irgendwie heftig, dass du das immer sofort jetzt mit Gott in Verbindung bringen kannst. So, ne? Also Gott hat das so vorgesehen, da ist ein Wunder geschehen.
Wie geht's euch beiden, wenn ihr das so hört? Ich meine, Johannes, wir haben eben schon mal angedeutet, dass auch schwere Jahre jetzt durch so einiges erlebt. Du beschäftigst dich viel mit dem Thema Glauben und Denken. Könnt ihr das nachvollziehen, dass Jan Heinrich sagt, ja, ich habe da ein Wunder erlebt und ich sehe da Gott in dem allen? Naja, du bist Christ, ne? Also quasi da Gott zu sehen, dass Gott wirkt, ne? Auch in den schweren Zeiten, kann ich total nachvollziehen, auch wenn ich mich schwer reinversetzen kann. Sondern so eine krasse Situation ist schon bemerkenswert, dass du noch so, also einmal stehst und noch so im Glauben stehst dabei, so, ne? Finde ich schon Respekt. Schon krass. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass du das so siehst oder dass Menschen das überhaupt so in so einer Krisensituation oder in so einer krassen Situation das so erfahren oder das auch so interpretieren. Aber mir fällt es total schwer, Sachen so, ich weiß nicht, ob ich der Typ wäre, das so zu glauben und diese Vorhersehung auch irgendwie so anzunehmen. Weil ich, es ist wahrscheinlich wirklich eine Typsache. Also, ja. Ja, aber ich setze noch mal einen oben drauf. Du hast nämlich mal den schönen Satz gesagt heute, Gott hat mir das Genick gebrochen. So, jetzt hier. Jetzt, das da hakt's, glaube ich, bei Johannes jetzt endgültig aus. Das ist auf jeden Fall eine steile These. Wie meinst du das? Gott hat mir das Genick gebrochen. Hat er das extra gemacht? Und warum? Ja, ich denke, er hat das extra gemacht, aber er hat es extra... Das ist natürlich schon heftig. Ja, ja. Das kann sehr gut sein. Ich kann es ja nur von innen beurteilen. Für mich, weil da auch ein gewisser Erkenntnisgewinn vorsteht, finde ich die Aussage gar nicht so krass. Weil ich hatte vorher eine Beziehung zu Gott, vor dem Unfall. Die war eigentlich mein Leben lang, weil meine Eltern Christen sind. Und ich das so von Kinderfüßen an mitbekommen habe. Und da war das irgendwann logisch, dass ich Christ bin. Aber das ist dann irgendwann immer weiter eingeschlafen, wie das so passiert, wenn man älter wird und nicht 100% hinter dem steht, was man tut. Und dann auch seine wilden Phasen hat in seinen Teenagerjahren und alles, was darauf folgt. Und dieser Unfall oder kurz vor dem Unfall war so dieser Punkt, wo mein Glaube ziemlich eingeschlafen war und wo ich mit Gott eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun hatte. Und der Unfall war dann so dieser krasse Punkt, wo Gott meiner Meinung nach direkt zu mir gesprochen hat und gesagt hat... Jetzt können wir natürlich denken, so hier, jetzt kommt Gott und bestraft dich dafür, dass du nicht mehr richtig geglaubt hast, so nach dem Motto, so jetzt gibt es mal ein paar Schläge, damit er wieder auf den richtigen Weg kommt. Ein paar meinst Schläge, du das so? So ein Knickbruch ist... Ja, genau. Ja, so richtig, siehst du, meinst du das so oder wie meinst du es? Nee, überhaupt nicht. Eher so ein aktives Eingreifen in mein Leben und auf der einen Seite natürlich so eine Bremse, dass er sagt, ich sehe, wie du lebst und ich sehe... dass das nicht gut ist und dass du dich immer weiter von mir entfernst. Und ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt und hier ist ein Stopppunkt. Und das zeige ich dir mal ganz deutlich. Es bleibt schon trotzdem irgendwie, es provoziert einen, ne? So dieser Gedanke. Ja. Genau, aber das, was mir dabei so wichtig ist, ist, dass Gott mich am Leben gelassen hat. Und dass ich an sich keine massiven Einschränkungen habe. Also ich kann mein Leben recht normal führen. Und ich finde es sehr positiv, rückwirkend auf mein Leben zurückzugucken und zu sehen, das ist ein Punkt in meinem Leben, wo Gott ganz krass gewirkt hat und wo er hätte sagen können, hier ist jetzt Ende. Du hast genug gelebt, dein Leben ist jetzt vorbei, aber Gott hat sich aktiv dazu entschlossen, mich nicht sterben zu lassen. Das heißt, du empfindest das als so eine Art zweite Chance, so dieser Moment, ich hätte sterben können und jetzt irgendwie denke ich nochmal drüber nach, wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt? Genau, das ist dieser Punkt, es wäre sehr wahrscheinlich gewesen. Dass ich in diesem Feld sterbe und dass ich da einfach dass ich mich umdrehe, umfalle, tot bin und liegen bleibe. Alles, was danach kommt, ist ein Geschenk von Gott. Ja. Jeder Tag, den ich danach lebe, ist ein Tag, den ich eigentlich nicht leben sollte. Aber das Leben war doch schon an sich ein Geschenk, dass du auf die Welt gekommen bist. Richtig, aber das konnte ich wohl offensichtlich bis zu diesem Punkt nicht so wertschätzen, dass ich gesagt habe, ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Ja. Und danach bin ich zu dieser Erkenntnis gelangt. Und manche Leute brauchen wohl einen Klaps auf den Hinterkopf, anderen härteren Klaps auf den Hinterkopf. Ja. Mhm. Also ich glaube, letztlich bleibt immer die Frage, warum passiert was? Ne? Und letztlich können wir wahrscheinlich oft auch nur sehr persönlich Antworten darauf geben, Antworten für uns finden. Und
es bleibt dann auch, dass andere vielleicht sehr provoziert sind durch diese Antworten. Ne? Und ich bin nicht provoziert, überhaupt nicht. Also mir geht's so. Ich finde es schon herausfordernd. Ich finde es erstaunlich, überhaupt so mit so einem Gottesbild leben zu können, weil das würde mich fertig machen, ehrlich gesagt. Weil wenn ich wirklich an so einen Gott glauben würde, der mir so einen krassen Schicksalsschlag schickt, um dass ich irgendwie mein Leben auf die Kette bekomme. Und dann fangen wir an zu diskutieren, was heißt denn das Leben auf die Kette zu bekommen? Und was heißt denn dankbar zu leben und sein Leben zu leben? Und da hätte ich große Angst davor, weil ich eben genau mit einem Gottesbild aufgewachsen bin, was halt sehr, sehr konservativ und sehr streng war. Und ich heil froh bin, dass ich das ablegen konnte. Aber wie gesagt, das ist alles eine sehr individuelle Erfahrungen, die wir haben, und ich glaube, dass Menschen, wenn sie irgendwie in Krisensituationen sind oder Leid erfahren, natürlich immer sich auf die Suche machen nach einer Antwort. Warum ist das passiert? Und dann findet jeder auch seinen eigenen Umgang damit, und ich finde es auch absolut legitim, wenn das deine Art und Weise ist, damit umzugehen und das so zu interpretieren. Aber ich glaube, ich könnte das halt eben so nicht. So, ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin dankbar dafür Gott, dass er mir das Genick gebrochen hat. Ja. Also das finde ich Respekt für diese Aussage, aber das krieg ich nicht auf die Kette. Ja. Also ich glaube, es kann auch so sein, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr C.S. Lewis kennt, ne? Chroniken von Narnia, dergleichen dann so, ne? Hat ja auch wunderbare Bücher geschrieben. Und der hat sie einmal genannt, das Megafon des Schmerzes dann so, ne? Aber er sagt immer quasi, also, nicht Gott arbeitet immer auf jeden Fall so, ne? Aber Gott kann so arbeiten, ne? Um manchmal Leute wach zu rufen, manchmal schlafen sie tiefer und brauchen deswegen eine lautere Klingel dann so. Aber ich weiß nicht, wie du jetzt vorher getickt hast. Also, ne? Und Gott arbeitet auch gewiss nicht immer so. Aber dass er auch mal so arbeiten kann, das erlebe ich auch in bekannten Kreisen so. Ne? Aber ich kann es total nachvollziehen, was du meinst. Dass man dann trotzdem erstmal reserviert. Ich denke, es bleibt eine Spannung. Ne? So dieses, so man erlebt was, man interpretiert was für sich, sucht einen Sinn auch da drin. Mhm. Ne? Und letztlich müssen wir mit dieser Spannung leben, weil 100% kann keiner von uns sagen. Ne? Ich meine, keiner von uns ist Gott und keiner kann sagen, das und das hat er sich dabei gedacht. Mhm. Hat er sich überhaupt was dabei gedacht? War es Zufall? Oder es ist, ich glaube, diese Herausforderung sind, aber ich finde es super beeindruckend, was das bei dir ausgelöst hat. Und ich finde es total cool, dass du heute bei uns im Studio warst und mal nicht nur hinter der Kamera gestanden hast. Vielen Dank, Jan-Henrik. Stefan. Wir müssen mal ein bisschen über Gott reden. Haben wir jetzt schon richtig angefangen? Also das war immer ein steiler Einstieg. Ne? Und ich finde es ja immer so schön, dass das nicht so eindimensional ist, über Gott zu reden, sondern dass wir, also hier sitzen Menschen zusammen am Tisch, die sagen, ja, irgendwie mit Gott kann ich was anfangen. Und trotzdem interpretiere ich bestimmte Ereignisse vielleicht anders als du. Mhm. Und da sind wir vielleicht auch schon mitten in deinem Thema, nämlich Glauben und Denken, die ich ja ständig irgendwie unter einen Hut bringen muss. Du hast ein Buch geschrieben, Begründet Glauben. Und ich möchte dich direkt zum Einstieg mal mit der Frage aller Fragen konfrontieren. Stefan, gibt es Gott denn überhaupt? Ich habe einen Großteil meines Lebens nicht so recht dran geglaubt. Also ich bin ja im Alter von 28 Jahren erst ins christliche Boot reingehüpft. Und vorher war das so schwammig möglich. Ja, Gott gibt es vielleicht dann so da. Na, aber es war nie so richtig real. Hätte sein können, hätte auch nicht sein können. Und als ich mich im Alter von 28 Jahren, da war ich an der Uni Bielefeld, habe studiert, Germanistik und so, wie eben, ne, wie du vorhin meintest. Und genau, habe mich dann gefragt, gibt es Gründe dafür? Und kam letztendlich drauf, ja doch, ich bin davon überzeugt, es gibt Gott. Habe dann meine alte Welt sich neu formuliert und bin dann quasi Christ geworden. Das war teils ein denkerischer Weg, teils eben auch ein erlebnisreicher Weg. Aber ja, es gibt Gott, natürlich. Da muss aber gleich die zweite Frage kommen. Wir werden das oft gefragt. Kannst du das denn beweisen? Beweisen kann ich. Ich glaube, die Frage höre ich auch öfters. Ich finde die auch gut. Ich habe auch vor der allen Respekt. Ich glaube, ich habe früher auch mal so gefragt. Ich glaube, man kann Gott nicht beweisen, weil sich Gott nicht beweisbar machen will. Das hat ja damit was zu tun, was Gott quasi sich als Ziel gesetzt hat. Quasi, ne? Gott will eine vertrauensvolle Beziehung mit uns Menschen haben dann. Und Vertrauen und Zwang, und so ein Beweis wäre ja quasi ein Zwang, das passt nicht zusammen. Also es gibt ja diesen schönen Satz, eine Ehefrau sagt zum Ehemann, Schatz, ich möchte, dass du mir Blumen mitbringst und ich möchte, dass du spontan tust. Das funktioniert eben letztendlich nicht dann so. Ne? Also Sachen passen nicht zusammen. Wenn Gott uns zwingen würde,
Also zwingt mal jemanden, ne, heute Abend zum Beispiel mal, dass ihr ihm sagt, quasi, ich zwinge dich, mir zu vertrauen. Das funktioniert eben so nicht. Ne? Das heißt also, Gott gibt uns bewusst keine zwingenden Argumente, gute Gründe ja, aber keine zwingenden Beweise für sein Dasein. Deswegen glaube ich, alle Gottes Beweise werden immer per Definition scheitern müssen, sind sie auch immer. Aber eben genau aus dem Grund, weil Gott das einfach so nicht zulässt. Er könnte es ja machen, ja, problemlos, aber er tut es nicht. Und ich glaube, da hat er Gründe für. Das ist ein interessanter Ansatz, weil eigentlich möchte man es doch. Also wenn ich an was glaube, eigentlich, ich möchte mir doch wenigstens ziemlich sicher sein, oder? Ich glaube, so weit geht es aber auch, genau. Aber dass man sich sicherer sein kann. Aber hundertprozentige Sache, wenn sich Gott aufzwingen würde, wie dieses Glas hier dann so, ne, an das, von dem muss ich ausgehen dann so, das ist 100% vor mir. Aber wenn Gott das tun würde, dann müssten wir von ihm ausgehen. Es wäre ziemlich dumm, es nicht zu tun. Aber das passt nicht rein, wie Gott einfach arbeitet, um es platt zu sagen. Ich habe mal ein bisschen Nutzerfeedback aus unseren Social-Media-Kanälen mitgebracht. Ja, wir haben da einige Freunde, die unsere Inhalte gerne beobachten und kommentieren. Und da hatte ich zum Beispiel Andreas, der schreibt, wie kann man entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen überhaupt noch an erfundene Märchengestalten glauben? Also da redet er von Gott und all dem, was da so in der Bibel vorkommt. Ja. Ist das nicht gegen jegliche wissenschaftliche Evidenz? Dass es Gott jetzt gibt, ich wüsste dabei nicht. Es kommt immer aufs, was ihr vorhin habt, mit Gottes Bild drauf an. Ne? Meine persönliche Erfahrung ist, dass eigentlich 9 von 10 Einwänden, da hakt es am Gottesbild. Wir sind meinetwegen beim Thema, wie alt ist die Erde und dergleichen weiter und was kann so geschehen, können Wunder geschehen, sowas dann. Aber die Wissenschaft per se verbietet ja keinen Gott dabei. Ne? Also Wissenschaften, Naturwissenschaften sind ja immer nur Experimente im Labor, die man wiederholen kann. Ja, aber es sind doch Beweise, oder? Nachweise, genau. Ja, Beweise wären jetzt, genau, ja. Mathematik, Logik, aber so spitzfindig ist ja auch dann Wurst dann so da. Ne? Aber letztendlich, meine, in der Geschichte, ne? In der Geschichte können wir auch nichts nachweisen. Also im Grunde genommen, in allen nicht-naturwissenschaftlichen Disziplinen, da kann man nicht naturwissenschaftlich herangehen, logischerweise. Dass mal Aristoteles existiert hat, zum Beispiel. So, ne? Da kann man im Labor empirisch nicht nachgehen. Oder auch bei allen anderen Sachen, dass wir Dinge erleben, wenn wir ein Glas Wasser trinken und wir erleben das irgendwie. Also das heißt ja Qualia, dieses bewusste Erleben von etwas. Das sind Dinge, die entziehen sich der Empirie. Und diese Dinge gibt es, von denen gehen wir aus. Und da haben wir kein Problem damit. Bei Gott sind wir häufig strenger. Da wollen wir ganz klare Dinge haben, also ganz klare Beweise haben, sind aber sonst ziemlich entspannt damit. Genau, können wir reden. Heiko schreibt allerdings, die Bibel ist voll mit empörend falschen historischen Geschichten. Also ist das nicht, da kann man sagen, also ihr lieben Christen, also wenn ich diese Bibel lese, das ist doch alles total unhistorisch, da steht doch nur Quatsch drin, wie soll ich das denn überhaupt glauben? Also ich verstehe die Emotion dahinter. Ne? Also man hat ja quasi so einen Groll gegen Gott. Ich merke schon, du bist ja sehr cool im Umgang mit. Ja, wahrscheinlich oder vielleicht auch. Ich hatte die Frage damals auch vielleicht auch, kann gut sein. Aber wenn man sie einmal anguckt, und ich bin da sehr wissenschaftsfreundlich dann so, ne? Und in dem Fall sind wir Geschichtswissenschaften dann. Wenn wir ins NT reingehen, also ins Neue Testament, und da sehen wir quasi die Person Jesus im Zentrum, dann haben wir ein Buch in der Uni der Klassiker schlechthin, Gerd Theissen, der historische Jesus, ein Lehrbuch. Da wird auf hohem Uniniveau quasi dargelegt, dass wir es bei den Evangelien, bei der Person Jesus, nicht mit einer Märchenfigur zu tun haben. Also das ist einfach State of the Art in der Geschichtswissenschaft. Punkt aus. Beim Alten Testament haben wir einen Herbert Donner. Das Buch heißt Die Geschichte des Volks Israel. Da wird auch sehr schön dargelegt und alles, ne, ganz auf der wissenschaftlichen Ebene, dass wir es bei den Personen im AT, also Alten Testament, da kann man auch von der Quellenlage her ganz gut nachgehen. Also die Märchenthese ist... Ja, aber da hast du vielleicht Johnny nicht einkalkuliert, weil Johnny schreibt, pass auf, ein Mann, der übers Wasser läuft. Ein Mann, der die Toten auferweckt. Ein Mann, der tagelang in einem Wal lebt. Eine sprechende Schlange. Ein Mann, der nach mehreren Tagen von den Toten auferstanden ist. Wie kann man solche Märchen glauben? Man weiß nicht mal, wer die Verfasser dieser Mythen waren. Also das sind ja wirklich diese ganzen Wundergeschichten. Fällt dir das nicht als vernunftbegabter Mensch auch schwer zu glauben, dass das wirklich passiert ist? Ja, aber aus logischer Sicht würde ich sagen, also
wenn es Gott gibt, und wie gesagt, es gibt Gott, aber wenn es Gott gibt, dann sind Wunder absolut möglich und denkbar dann so, ne? Dann ist nicht alles sofort ein Wunder, was man als Wunder beschreibt dann so, so weit muss man ja nicht gehen. Aber wenn es Gott gibt, warum soll er dann einen Toten nicht von den Toten auferwecken können? Oder dann kann auch Jesus über das Wasser gehen, wenn es Gott gibt, sind Wunder nicht ausgeschlossen. Ich habe noch nie die Logik verstanden, wenn man sagt, okay, ne, es gibt Gott, aber wenn es Gott gibt, sind Wunder immer noch nicht drin. Warum? Also das ist doch eher unlogisch. Schon, ne? Ja. Logisch wäre, ja, wenn Gott, dann Wunder. Aber das ist für mich, spielt für mich zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle in meinem Glauben, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ob jetzt die Jona-Geschichte wahr ist oder nicht, das ist mir doch Schnuppe. Hm. Was ist denn für dich dann das Zentrale? Es gibt ja gar keinen Gegenbeweis, dass es Gott nicht gibt. Also ich habe einen guten Freund, der ist Atheist, mit dem kann ich mich super gut drüber unterhalten. Und ein ganz entscheidender Punkt in meinem Glauben macht nämlich der aus, dass ich einfach diese Hoffnung habe, dass es nach dem Tod weitergeht. Und das ist beim Atheisten ja eben zum Beispiel nicht so. Er sagt dann halt, er gibt sich total damit zufrieden, dass nach seinem Leben hier das große Nichts kommt. Und das ist für mich zum Beispiel so etwas, sowas will ich gar nicht glauben. Und selbst wenn es dann tatsächlich, sagen wir mal, es würde jetzt mal so kommen, dann lebe ich doch trotzdem besser in der Hoffnung, dass es danach weitergeht. Also deswegen spielen für mich solche Dinge in meinem Glauben an Gott überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt weiß oder nicht, weil ich einfach aus diesen Geschichten viel mehr rausziehe, als nur diesen Wahrheitsgehalt, ob das jetzt wirklich real war oder nicht. Sondern ich sehe da immer noch eine weit tiefere Ebene, warum die Geschichten überhaupt da drin stehen. So. Mhm. Ja. Finde ich total nachvollziehbar. Aber trotzdem zu wissen, quasi, also stimmt es jetzt dann so, ne? Also Hoffnung gibt der christliche Glaube ja noch ein Löcher dann so da. Ne? Aber wenn er erlogen ist oder irgendwie falsch ist, ist es ja trotzdem, ne? Dann ist das Leben quasi, dann haben wir alle Christen hier im Raum einfach ein großes Problem dann so da. Ne? Also als ich damals noch kein Christ war und da habe ich mal einen guten Freund damals gefragt, woran kann ich eigentlich feststellen, ob das Ganze stimmt, was ihr Christen so glaubt dann so da. Ne? Ich habe auch einige andere Religionen gefragt, aber die Christen unter anderem eben auch. Und er hat mir dann gesagt, ja, ne, schau mal rein, 1. Korinther 15, 17 dann so. Ne? Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Oder Schwachsinn, ne? Kann es auch ganz platt formulieren. So, ne? Und das war für mich erstmal so ein Wow-Effekt dann so. Ne? Okay, ihr Christen habt wohl irgendwie etwas, nämlich die Auferstehung, so ein Kippschalter der Wahrheit, sage ich dir immer zu. Mhm. Wenn die nicht ist, dann ist das Ganze ein total nettes diakonisches Werk, was wir Christen tun, aber eigentlich für die Katz dann so. Ne? Beten, Gottesdienst wäre dann total Zeitverschwendung. Dann hat irgendwer anders recht, Muslime, Atheisten, wer auch immer. Genau, aber es steht und fällt mit der Auferstehung. Das ist unser Zentrum. Ich hätte noch ein Argument. Es ist nicht wirklich ein Gegenargument gegen Gott, aber was trotzdem was ich total nachvollziehen kann. Nochmal Johnny. Johnny hat viel kommentiert schon bei uns. Jeder Mensch kommt als Atheist auf die Welt, sagt er. Und je nach Zeitalter, Region und Umfeld oder Familie wird man dann Buddhist, Moslem, Christ, Hindu oder bleibt halt Atheist. Ist das nicht? Es hört sich total logisch an. Mhm. Kannst du das so teilen? Ja, aber deshalb ist es sicher nicht falsch. Also ich meine, ich würde jetzt ja sagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen, Demokratie ist die beste aller möglichen Staatsformen, die wir haben. Ne? Hat natürlich auch ihre Schwächen, ne? Ist ganz klar, aber ist trotzdem die beste Staatsform, die wir auf der Welt haben. Das könnte man mir ja vorwerfen und sagen, naja, das sagst du doch nur, weil du in der Demokratie aufgewachsen bist. Und das ist der Grund dafür so. Ne? Und mit dem Gedanken dahinter, also stimmt deine Ansicht über Demokratie nicht so, ne? Weil ich eben da drin groß geworden bin. Aber ist ja gar nicht der Fall dann so da. Ne? Also nur weil ich in etwas groß werde, heißt das ja nicht, dass es deshalb irgendwie falsch ist dann. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja so gesehen als Nichtgläubiger, also ne, als so gesehen als Nichtchrist irgendwie so groß geworden. Also dass es da vielleicht irgendwas gibt, war mir schon irgendwie so klar. Und meine Eltern haben mich auch damals in die Kirche auch dann so geschickt zur Kommunion. Aber so glauben wollte ich alles nicht. Also von daher, ich komme aus einem Background, der da nicht so richtig... Warum hast du dich denn dann überhaupt mal damit beschäftigt? Hättest du dabei bleiben können? Ich habe einfach mal diese ganz neugierige Frage gestellt, stimmt's, was ihr Christen glaubt? Ich hatte keine Leitsituation hinter mir. Einfach nur diese ganz neugierige Frage. Sommer, also rein diese Kopfsache. Ich will das jetzt mal wissen, ob das stimmt. Genau, weil das ist ja für mein eigenes Leben, also schon fast eine egoistische Sache so ein bisschen. Ne? Weil es für mein eigenes Leben einfach einen enormen
ein enormes Update geben könnte, wenn es denn stimmen würde. Das heißt, du fandest es schon attraktiv, war nur die Frage, kann das überhaupt stimmen? Auch attraktiv, nee, es war, glaube ich, eher nur diese Neugierfrage, gar nicht die Emotion dahinter. Wäre halt blöd gelaufen, wenn die doch recht haben, so die Denke oder was? Das kann vielleicht sein, genau. Aber letztendlich, ich meine, ich habe ja auch die Muslime bei uns in der Uni gefragt, dann so, was glaubt ihr und warum glaubt ihr es dann so? Ne? Und ich hätte kein Problem gehabt, wer hätte sich herausgestellt, das Christliche ist einfach Unsinn dann so. Ne? Dann hätte ich gesagt, okay, ne, hat nicht funktioniert oder ist einfach, die Basis ist einfach dumm, haut nicht hin, dann wäre ich kein Christ geworden. Ich hatte keine Notwendigkeit dazu. Was war denn der Knackpunkt, der dich überzeugt hat? Ich meine, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass man ja eben Dinge nicht... Wenn wir glauben, kann man es eben nicht beweisen. Ja? Zumindest nicht so, wie man das vielleicht gerne für sich hätte. Was hat dich denn dann trotzdem überzeugt, dass du heute doch eine Lanze für den christlichen Glauben brichst? Ich habe ganz viel gelesen damals eben. Auch ganz viele Bücher. Also nachdem ich gehört hatte von meinem guten Freund, 1. Korinther 15, 17, ne? Auferstehung, die ist eben das Zentrum. Ganz viel gelesen darüber. Gibt es denkerische Argumente dafür, dass es überhaupt stimmen könnte? Und hätte es die nicht gegeben, hätte sich herausgestellt, Jesus hat es vielleicht nie gegeben und Auferstehung kann gar nicht sein. Aber wie ich meinte, ne, wenn es denn Gott gibt, dann ist ja auch Auferstehung nicht falsch. Und die Gründe dafür, die kann man ganz gut sich vorstellen, habe ich im Buch auch ein paar davon beschrieben. Und als ich gemerkt habe, es gibt denkerische Gründe, dass Jesus auferstanden ist, habe ich mich damals als Student, ne, haben wir alle als im IKEA-Sessel hingesetzt in meinen Stuhl und gesagt, okay Gott, ne, wenn es dich gibt, Jesus, wenn du auferstanden bist, dann lass mal knacken. Das waren meine Worte damals genau so. Dann überzeuge mich, dass du wirklich lebst. Und dann kamen solche Gebetserhörungen. Ne? Bei der ersten dachte ich so, ja, okay, einmal ist keinmal. Bei der zweiten war es dann so, okay, witziger Zufall. Bei der dritten wurde ich irgendwie hellhöriger. Bei der vierten, fünften, sechsten und siebten. Und irgendwann bin ich dann... im bildlichen Sinne umgekippt dann so da. Ne? Ja, aber es gibt natürlich Leute, die sowas auch nicht erleben, ne? Die beten und da passiert nichts. Genau, noch nicht vielleicht dann so. Das dauert auch noch sehr viel länger dann so. Bei mir war es auch ein Zeitraum von, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Monaten dann so. War auch jetzt nicht super schnell. Genau, ich weiß nicht genau, aber manche schneller, manche langsamer, aber genau, dass trotzdem das Dranbleiben hilft, das kenne ich schon. Außer die Themen der Bücher, die du schreibst, was hat denn das verändert in deinem Leben, dass du das jetzt glauben kannst? Also was Johannes vorhin meinte dann so, ne? Also ich weiß, dass es nach meinem Tod erst so richtig losgeht und so, ne? Hat wie das C.S. Lewis geschrieben dann so, ne? Der Mann war genial. Der Himmel ist wie ein Buch, was mit jedem Kapitel besser wird. Und das ist eben etwas, ich weiß, unser Leben hört nicht eben auf, sondern es geht weiter. Und deswegen kann ich mit dem Thema Tod und Schmerz und Leid auch eben anders umgehen dann so, ne? Jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, juhu, ne, Genick gebrochen, das ist doch irgendwie jetzt toll, dann so, das ganz und gar nicht. Aber ich weiß, wir sind eingebettet dann so, ne, im Projekt Gottes und am Ende sind wir eben genau da, wo wir hingehören, was der Sinn unseres Lebens ist, ne, in dieser Beziehung zu Jesus. Und das finde ich ein ganz enormes, ja, Update zu meiner vorherigen Weltsicht. Das, ja, kann ich nicht anders sagen. Hätten wir 2 Stunden, hätte ich noch ganz viele Fragen. Jetzt könnte man ja, ich glaube, da kann man ja ewig drüber weiterreden. Aber vielen Dank bis hierher, Stefan. So, Johannes, du hast ja selber schon von Leiterfahrung und die Frage, wie man mit Leiterfahrung umgeht. Jetzt reden wir mal über handfest, wie das halt im Leben so läuft. Wenn ich so die letzten 3 Jahre zurückblicke von dem, was ich von dir weiß, was so in deinem Leben passiert ist, Johannes, ist das Wort, wenn ich sage, das war irgendwie Kacke die letzten 3 Jahre, trifft's das? Ja, es ist fast noch untertrieben, würde ich sagen. Ja. Deine Frau hat eine Krebsdiagnose bekommen. Dein Album mit großen Erwartungen bei einem großen Label hat nicht gut funktioniert. Plattenvertrag war dann weg, richtig? Ja, genau. Ja. Und dann kam noch der ganze Corona-Mist, der uns alle betrifft, aber natürlich Künstler ganz besonders. Fangen wir mal bei der Erkrankung deiner Frau an. 2019 war das, richtig? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als ihr da beim Arzt saßt und dann klar war, hier, Krebsdiagnose? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ja. Und das war, ich saß mit meinen Kollegen gerade beim Mittagessen, wir haben gerade so einen Probetag gehabt und wir saßen beim Mittagessen, weil jetzt die letzte Show irgendwie anstand nach diesem Albumflop, weil chronologisch war es ja so, mein Album ist erst gefloppt, das musste ich erstmal verdauen, ja. Und so, ne? Und dann hatte ich noch ein Konzert zu spielen
Ich habe mit der Band geprobt und wir saßen beim Mittagessen und dann rief mich meine Frau an und sagte, sie hat einen Knoten entdeckt in ihrer Brust. Und sie, also es ist ziemlich sicher, dass es Brustkrebs ist. Und wie sie es entdeckt hat, das war eigentlich auch ein Wunder, würde man heute wahrscheinlich so sagen. Oder rückblickend können wir sagen, es war ein Wunder. Sie hat nämlich bei Instagram eine Story angeguckt von einer Frau, die tatsächlich mittlerweile auch schon an Krebs gestorben ist. Und sie aber während ihrer Krebserkrankung einmal im Monat so einen Teaser gepostet hat in der Story an alle Frauen, alle ihre Followerinnen, ihre Brust abzutasten. Weil das bei den jungen Frauen ja oft einfach auch unter den Tisch fällt. Und sie saß abends am Schreibtisch und hat ihre Brust abgetastet und hat den Knoten entdeckt. So. Und dann ist sie erst mal ins Klo gelaufen und hat sich übergeben, weil sie dann schon, ihr ahnte dann schon, oder ihr schwante schon Böses. Und das hatte sie mir eigentlich an dem Abend noch nicht erklärt. Erst am nächsten Morgen dann. Und als sie dann vom Arzt kam, dann war eigentlich klar, dass da jetzt eigentlich was Größeres auf uns wartet. Und die Diagnose wurde dann tatsächlich von Untersuchung zu Untersuchung eigentlich immer schlimmer. Und das irgendwie mitzutragen und immer diese Hoffnung zu haben, dass es ja vielleicht nicht ganz so schlecht ist. Und dann geht man wieder in die nächste Untersuchung rein und dann wird die Prognose doch noch mal ein bisschen schlechter und so. Das war, also diese Phase möchte ich eigentlich nicht noch mal erleben. Also ich meine, für mich war schon schlimm, für meine Frau war es dreimal so schlimm. Ne? Ja. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, dem Emotionen nicht fremd sind. Was war denn die bestimmende Emotion in bei mir? Phase? Ja, bei dir? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so genau schon mal drüber nachgedacht habe. Du stellst hier echt sehr intelligente Fragen. Oh, danke. Nee, aber ich glaube, die erste Reaktion bei mir war, dass ich jetzt einfach stark sein muss in der Situation. Wir haben halt zwei Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt 10 und 7 Jahre alt. Und das war jetzt einfach klar, dass ich jetzt irgendwie das abfangen muss, wo sie jetzt ausfällt. Und es war dann auch ziemlich bald klar, dass sie für eine längere Zeit ausfallen wird und dass ich in der Zeit keine Konzerte spielen kann, dass ich auch in der Zeit weniger Jobs annehmen kann, weniger Songs schreiben kann. Und es war dann letztendlich auch so, dass ich im Grunde genommen eigentlich fast ein Jahr lang ausschließlich zu Hause war und mich um die Schule, um den Haushalt, um die Kinder gekümmert habe, weil sie halt einfach komplett außer Gefecht gesetzt war. Hm. Ja. Männer sollten ja gesellschaftlich, auch wenn man es eigentlich nicht, auch wenn es Quatsch ist, ist irgendwie immer noch, finde ich, einmal das Gefühl, die gesellschaftliche Norm ist, Männer sollten jetzt auch nicht hier mit ihrer Angst hausieren gehen. Aber ich wette, du hattest Angst. Natürlich, ja. Wo bist du hin damit? Ja, wir hatten alle Angst. Also vor allem waren das immer so Phasen. Dann kam die Angstphase bei meiner Frau und dann hat sie irgendwie die Kurve gekriegt, dann kam das bei mir. Aber ich, am allerschlimmsten für uns beide war es tatsächlich, das mit unseren Kindern, das zu kommunizieren. Weil das ist ja echt auch, das kann man ja dann auch nicht mehr verharmlosen. So, ne? Spätestens dann, wenn die Haare nach der Chemo ausfallen, dann muss man das mit den Kindern schon auch klar und deutlich kommunizieren. Und für die ist da auch echt eine Welt zusammengebrochen, weil sie natürlich auch irgendwie das auf ihre Art und Weise verarbeiten. Und ich glaube, die konnten das noch nicht so richtig absehen, was das bedeutet. Aber dem Großen mit seinen 10 Jahren war es natürlich schon auch klar, dass es durchaus sein kann, dass die Mama an der Krankheit stirbt. So, ne? Und in dem Moment, als ich habe dann ihr die Haare abrasiert, weil irgendwann der Punkt kam, dass wir, das muss man dann halt machen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, wir machen das zusammen. Und in dem Moment, als sie dann runter ins Kinderzimmer gegangen ist und das den Kindern gezeigt hat, dann haben die sich beide verkrochen und haben beide wirklich einen Heulanfall bekommen. Das war für uns echt herzzerreißend, das mit den Kindern gemeinsam zu erleben und da stark zu bleiben, das ist dann halt oberste Devise. So. Ja, ja. Jetzt hast du eben davon gesprochen, dass diese Hoffnung, dass irgendwie mit dem Tod nicht alles aus ist, dass das für dich so eine ganz zentrale Sache am christlichen Glauben ist. Diese sehr konkrete Situation, was hat die denn mit dieser Hoffnung gemacht? Ja, die hat sie im Grunde genommen nur verstärkt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, diese Krankheit wurde jetzt irgendwie, war Vorhersehung oder hatte einen bestimmten Zweck. Nein, also damit tue ich mich persönlich total schwer und Gott sei Dank meine Frau auch total. Aber wir haben definitiv diese Erfahrung gemacht, dass Gott sich im Leid
präsent zeigt und dass er erfahrbar ist und dass er sich solidarisiert. Und das ist auch meine Empfindung, auch in dem ganzen Weltschmerz. Wenn ich mir das Leid dieser Welt angucke, dann kann ich besser mit diesem Bild klarkommen, mit diesem Gottesbild. Und das ist vielleicht auch nur meine individuelle Ansicht, dass ich einfach glaube, dass Gott mit allen weinenden Menschen mitweint. Und es ist egal, wo sie sich befinden und in welcher Situation. Aber ich tue mich schwer damit, da immer einen Sinn drin zu sehen. Aber klar, im Nachgang, nachdem wir diese Krise überstanden hatten, können wir schon viele Dinge benennen, die sich zum Guten gewandt haben und wo wir einfach sagen können, da hat sich unsere Beziehung auch geändert, zum Positiven hingewandt oder die Beziehung zu unseren Kindern. Wir als Familie sind total zusammengewachsen. Wir sind ein richtiges Team geworden so, ne, in der ganzen Zeit. Und klar kann man sagen, man weiß nicht, ob es ohne die Krankheit genauso gekommen wäre, aber es hat sich halt einfach nach der Krankheit so gezeigt. Und dann nehmen wir das auch genauso an und sagen dann, okay, das ist etwas, was wir wirklich feststellen, das hat sich zum Guten gewendet, ja. Aber dennoch fällt es mir schwer, darin einen tieferen Sinn zu sehen. Jetzt hast du dann als Musiker die Erfahrung gemacht, okay, Album gefloppt, dann kam die Krankheit deiner Frau, konntest du auch nicht mehr viel spielen und schreiben und da war sowieso das Kreative so ein bisschen ausgebremst. Hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, ey, ich lasse das jetzt bleiben mit der Musik? Klar. Fang nochmal neu an, mach was anderes? Sehr oft. Ich habe, also vor allem in dem Corona-Jahr, in dem ersten Corona-Jahr, jetzt befinden wir uns ja mittlerweile schon im dritten. Ja. Am Anfang war uns das gar nicht so klar, was denn überhaupt das Problem war. Also nachdem wir die Therapie überstanden hatten, dann sind wir nochmal in den Skiurlaub gefahren als Familie, hatten echt eine gute Zeit und dann wussten wir, okay, 2020 im Frühjahr, meine Frau kann sich erholen, bleibt zu Hause, ich kann wieder richtig durchstarten. Die Kinder sind in der Schule, die sind versorgt und so weiter und sie hat die Vormittage für sich. Und dann kam plötzlich Corona und dann saßen wir zu viert alle unter einem Dach und haben auf einmal gemerkt, irgendwas läuft hier gerade ganz, ganz, ganz komisch. So, ne? Und dann ist meine Frau zu ihrer Therapeutin gegangen und hat gemeint, sie weiß nicht, was los ist. Ihr fällt gerade irgendwie alles vor die Füße und sie kommt damit nicht klar. Und hat die Therapeutin gesagt, ja, ist doch völlig normal. Also sie haben gerade eine Krebstherapie hinter sich, ihr Mann hat auch seine Krisensituation hinter sich und jetzt hocken sie zu viert alle unter einem Dach und sie müssen sich auch noch ums Homeschooling kümmern. Also das war einfach für uns, war das einfach der Horror. Der erste Lockdown war schon heftig. Aber ich habe Gott sei Dank immer noch Situationen gefunden, wo ich dann doch nochmal einen Song geschrieben habe. So, und die kreative Ader ist dann doch nicht irgendwie so, wie soll man sagen, die lässt sich nicht einfach so vergraben mit Fakten. Und solange die Leidenschaft da ist, habe ich dann auch zu Ami gesagt, zu meiner Frau, dann kann ich das nicht einfach so an den Nagel hängen. Ne? Aber ich habe diese Frage oft in meinen Nächten hin und her gewälzt und stand schon auch oft davor, meinen Job als Musiker tatsächlich an den Nagel zu hängen und habe mich sehr oft dabei ertappt, wie ich nach Bewerbungsanzeigen und Stellenanzeigen im Internet gesurft habe und überlegt habe, ob es da noch eine Alternative gibt. Und, ja. Aber dann sind dann eben doch so Songs entstanden wie der, den wir auch gleich hören werden. Ist ein ganz spezieller Song, der ist mich zusammen mit dem Spoken-Word-Künstler Marco Michalczyk entstanden. Mhm. Auch neulich bei uns in der Sendung zu Gast gewesen. Mhm. Des Kaisers neue Kleider heißt der. Verstehe ich den Song richtig? Wir werden ihn gleich hören. Verstehe ich den Song richtig, dass es da um so Schamgefühle geht, um die Angst, sich so zu zeigen, wie man ist? Ist das das Thema? Ja, unter anderem. Klar. Ja. Ich finde, Scham hat natürlich ganz viele Facetten. Also ich kannte Scham bisher immer nur so Adam und Eva mäßig. Das hat was mit nackter Haut zu tun und mit Erkenntnis. Und man muss sich irgendwie bedecken, hat irgendwie eine sexuelle Komponente. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Erst als ich mich in die ganze Materie tatsächlich eingelesen habe, wurde mir auf einmal klar, dass es ganz viele Stellen auch in meinem Leben gibt, wo ich mit Scham zu kämpfen habe. Nämlich mit Selbstwert. Wie empfinde ich mich selbst? Bin ich gut genug? Wie ist es mit dem Vergleichen und so weiter? Das steckt alles irgendwie in der Scham mit drin. Ja. So. Welcher Aspekt von Scham ist der, mit dem du so in den letzten Jahren am meisten gerungen hast in diesen Krisenzeiten? Ja, mit Selbstwert natürlich. Mhm. Mit bin ich genug? Reicht das, was ich mache? Ich definiere mich natürlich auch
über eine gewisse Art, über ein gewisses Maß an Erfolg. Und wenn der ausbleibt, nämlich mit so einem gefloppten Album, dann ist es natürlich auch auf jeden Fall erstmal... Hilft dann gar nichts, wenn irgendjemand sagt, aber das ist doch toll, das Album. Ja, genau. Das ist dann, exakt. Nämlich das ist weil, toll. Weil der seelische, sag ich jetzt mal, oder dieser künstlerische Flop ist ja die eine Sache, aber da hängt ja auch immer noch ein wirtschaftlicher Faktor dran. Und wenn der ausbleibt, ist es natürlich auch, macht das auch was mit deinem Selbstwertgefühl. Und dann natürlich das Vergleichen, weil wenn man dann in dieses Fahrwasser reinkommt, der Scham und der Frage, bin ich gut genug oder kann ich da mithalten, dann kommt man auch in das Fahrwasser des Vergleichens und dann zieht man immer den Kürzeren. So. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ein Scheißthema und deswegen haben wir das in unseren Song gepackt. Du singst da auch von der Angst, zu viel Angst zu zeigen. Ja. Wie leicht fällt es dir denn, blank zu ziehen? Ich würde sagen, mittlerweile fällt mir das gar nicht so schwer. Also ich glaube, jetzt auch hier in der Sendung habe ich relativ ehrlich gesprochen und so. Und mir fällt es nicht leicht, nicht so schwer, Dinge zu benennen. Oder mir fällt es leichter, Dinge schon zu benennen. Aber es gab Zeiten, in denen es nicht so war. Und es kommt auch immer ganz drauf an, in was für einem Kontext. Ja. Was würdest du denn sagen, was hilft dir, ehrlich zu sein? Musik, auf jeden Fall. Klar. Als Ausdrucksform. Natürlich, ja. Klar. Ich finde, das ist... Das Schöne an Musik ist, dass man Metaphern, Bilder verwenden kann für Inhalte, die natürlich mich vielleicht persönlich sehr arg beschäftigen, aber wo ich glaube, in dem Moment, wo ich das in irgendeine Bildsprache packe, erreicht das auch andere Menschen und die finden da ihren Zugang zu. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn Menschen einen Song hören und sich den zu eigen machen. So. Mhm. Ganz unabhängig davon, was ich da jetzt rein interpretiert habe bei dem Entstehungsprozess. Ja. Ja. Jan-Henrik Schäffern, wie wichtig findet ihr für euren Glauben, ehrlich zu sein dabei? Also man könnte ja manchmal so ein bisschen verführt sein, so, ja, ach, jetzt über meine Zweifel oder was ich dann eher schwierig finde, rede ich lieber nicht so, weißt du, jetzt sind wir in der Kirche alle beisammen und jetzt erzählen wir uns mal gegenseitig, läuft doch eigentlich, ne? Wie wichtig findet ihr das? Ich finde es sehr wichtig, ehrlich, also grundsätzlich, aber vor allem im Glauben, weil der Glaube so eine große Macht über Leben hat und nicht nur über das eigene Leben, sondern auch über Leben in einem Umfeld. Wenn ich mit meinem Glauben nicht ehrlich umgehe und wenn ich anderen erzähle, ich würde was glauben, was ich gar nicht glaube, dann, also bester Fall, die Leute interessiert das gar nicht. Schlimmster Fall, ich bin irgendwie Leiter einer Jugendgruppe oder mache Jungschar und die Kinder nehmen das für sich mit und wachsen dann mit meinem falschen Glauben auf. Und ich finde, da hat man gerade in so einer Position, aber auch wenn man das nicht hat, eine gewisse Verantwortung zum einen für sich selbst, zu sich selbst ehrlich zu sein und sich selbst sagen zu können, guck mal, das, was du hier machst, das ist ja eigentlich Quatsch. Mhm. Oder guck mal da auf diese Situation, da handelst du gar nicht nach dem, was du glaubst. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch die Verantwortung gegenüber anderen Glauben vorzuleben, der ehrlich ist. Mhm. Nee, ich gehe da voll mit. Also mich erfrischt und belebt das dann. Also gerade weil wir Christen ja davon ausgehen, dass der christliche Glaube stimmt, dass er die Wahrheit ist. Ne? Und der Wahrheit darf keine harte Frage irgendwie gefährlich werden. Und wenn es doch so wäre, dann hätten wir wohl nicht die Wahrheit vor Augen. Ne? Ja. Also Jesus sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Und deswegen dürfen wir auch jede harte Frage an Gott stellen dann, egal welche. Und wenn das Gott nicht aushalten würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber er hält es aus. Ja. Finde ich gut. Das schätze ich übrigens sehr in unserer Runde. Ich fand euch alle sehr ehrlich, auch im Umgang damit, wo ihr vielleicht Probleme habt, wie jemand anders was sieht, dass ihr das selber nicht so könnt. Finde ich sehr cool. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir so langsam auch mal den Song hören. Aber eine Frage muss ich vorher noch stellen. Es gibt einen Videoclip dazu, ne? Hab ich bei YouTube gesehen. Seid ihr da wirklich nackig? Soll ich ganz ehrlich sein? Oder habt ihr getrickst? Ja, bitte, natürlich. Wir haben gerade über Ehrlichkeit gesprochen. Ja, und ich schäme mich dafür, dass wir nicht nackig waren. Auf dem Foto sind wir ja nackig, das haben wir retuschiert. Ja. Weil als wir dann die Drohnenaufnahme gesehen haben, wir haben uns dann, das war eine Idee ganz zum Schluss, haben wir schnell das Foto geschossen, haben nochmal eine Drohne aufsteigen lassen und haben uns da reingelegt. Und dann sahen wir das Foto so und haben so gedacht, wir sehen so aus wie so zwei Sumo-Ringer, die sich dann irgendwie noch so irgendwie die Unterhose da so hochgezogen haben. Komm, lass mal ganz nackt machen. So. Und dann wurde das halt wegretuschiert. Aber es wäre eigentlich besser gewesen. Wir hätten es gleich von vornherein gemacht. Aber beim Video standen wir in Unterhose. Aber ihr habt euch rein inhaltlich ja trotzdem auch in gewisser Weise nackig gemacht. Ist auch eine Bildsprache in dem Falle. Und gehört dann schon auch was dazu, sich so als, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Adonis, sich da hinzustellen mit seiner Brustbehaarung und mit den Speckröllchen und so.
Aber ja, scheiß drauf. Also. So, und jetzt wollen wir den Song hören und ich freue mich total, dass Marco Michalczyk auch da ist und dass ihr den Song zusammen präsentiert. Darf dich rüber ans Klavier bitten. Das ist wirklich eine ganz besondere Art von Song. Spoken Word gemeinsam mit Gesang. Ich finde es ganz großartig und das müssen wir uns jetzt miteinander anhören. Hier sind Marco Michalczyk und Johannes Falk mit Des Kaisers neue Kleider. Du kriegst mir in die Klamotten wie Anfang Februar Luft. Hast dich fast lustvoll darin festgehakt wie kalter Kippenqualm nach der Partynacht. Aber das reicht dir nie, weil du tiefer willst. Nicht nur an, sondern auf meine Haut und darunter. Und einmal angekommen, connectest du dich mühelos wireless mit meinem sogenannten Gewissen. Sprichst zu mir mit Verbotsvokabeln in Großbuchstaben. Creepst dich irgendwie in mich und stalkst mich. Legst mir Klamotten raus, die mir nicht passen können, bis ich anfange an mir rumzudoktern und mich versuche irgendwie zum Wachsen zu zwingen. Du lässt mich alleine bleiben mit all den hässlichen Heimlichkeiten. Du flüsterst mir Zweifel ein und sagst, lass nie das Vergleichen sein. Lass lieber die Angst verschweigen, aus Angst zu viel Angst zu zeigen. Und lass doch die Peinlichkeiten, dass echte Männer echt nicht weinen. Du lässt mich alleine bleiben, ich bin der Kaiser mit neuen Kleidern. Tabu die Hüllen fallen lassen, ohne Scham und ohne Hintergedanken, aber das Gefühl aus meinen schlimmsten Träumen, nackt dazustehen vor 100.000 Leuten, hält mich ab, wirklich blank zu ziehen, also muss ich immer weiterspielen und tu so, als wär's der heiße Scheiß und spiel den Kaiser in einem neuen Kleid. Und da ist nicht viel Mut, und vielleicht ist das wahrzunehmen ja auch schon mutig genug. Kenne Wut und Verstecken und Schweigen besser und Furcht vom allmählichen Abstreifen meiner feigen Fassade aus Feigenblättern. Du schreist mir die Zweifel rein und meinst, lass nie das Vergleichen sein. Könnt lieber die Angst verschweigen, aus Angst zu viel Angst zu zeigen. Und lass doch die Peinlichkeiten, dass echte Männer echt nicht weinen. Du lässt mich alleine bleiben, ich bin der Kaiser mit neuen Kleidern. Vielen Dank, sehr cool. So, und wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich sage nochmal danke, Johannes sagt danke, Marco. Vielen Dank auch Stefan und Jan-Hendrik, schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ich fand es eine super interessante, offene, ehrliche Runde. Habe ich sehr geschätzt. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuschauer, habt euch auch wohlgefühlt in unserer Runde und ihr konntet was mitnehmen, irgendwas, was euch inspiriert hat, vielleicht weiter darüber nachzudenken, was mit eurem Leben abzugleichen. ERF Yes, das ist ja nicht nur das Talkwerk, das ist so viel mehr. Radio, Video, Podcast findet ihr alles auf erfyes.de. Da könnt ihr auch nochmal in der Rubrik Talkwerk ein bisschen rumscrollen, was es da noch so zu finden gibt. Das war das Talkwerk für heute. Nächste Woche geht es dann weiter. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.